Iridescent Knight, wir haben einmal ein Add-on, was die Exit Gates, was die Exit Gates blockiert, wenn der Survivor gehandelt ist, für, ich glaube, 15 Sekunden. Und das gleiche Add-on macht es nochmal so, dass wenn man den Guard durch ein Fenster schickt, das Window für kurze Zeit blockiert ist. Und wir haben noch ein Exposed Add-on, wie es gefühlt jeder Killer hat. Was so ist, dass jeder vierte Guard, den wir sammeln, in der 12 Meter, in einem 12 Meter Radius in Survivor halt für ein paar Sekunden exposed macht. Wow, cool. Surprise, habe ich gar nicht damit gerechnet, hä? Okay, leave the loop, my boy. Leave the motherfucking loop. Okay. Smart, smart, smart. Mein Carnifex, der läuft eh bald aus. Dann kann ich meinen Assassin gleich nutzen. Und das Window blockieren. Oh. Oder vielleicht hast du auch einfach Bock wegzulaufen, I guess. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn er über hier läuft. Okay, nice. Angenommen, mitgenommen. Ja, ich weiß nicht, ob wir überhaupt Elder Value bekommen werden, also keine Ahnung. Vielleicht mit Bloodwarden kombiniert, ein bisschen Windows blockieren. Der Exposed Add-on, boah, what the fuck, holy shit, so schnell. Das Exposed Add-on ist halt auch, ja, eher eins der schlechteren, würde ich mal sagen. Und du bist hoffentlich bald ziemlich tot, ne? Boah, das hast du so gut gefaked. Ja, nice, 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 nice. Kommen von der anderen Seite. Ja, nice. Nicht warten auf den Trailer. Der braucht viel zu lange. Viel, viel, viel zu lange. So. Und dadurch jetzt haben wir einen Down bekommen. Let's go. Richtig gut. Add-on Value? Bislang nicht vorhanden. Hat da gerade hinter mir jemand einen Generalsprung angefangen? Darf ich das bitte mal hinterfragen? Okay, hier mal ein bisschen blockieren. Habe ich gerade auf der Seite jemanden vorbeilaufen gehört? Nee, okay, ich bin ein Psychopath, glaube ich. Aber das Ding ist, sie werden halt sowieso weglaufen, wenn ich einen Guard setze. Also bringt das mit dem Window-Blocken nicht so viel halt. Weil, wie gesagt, sie laufen halt weg. Sie laufen halt eh weg. Das ist so... Sting. Okay, warte mal. Minus 5%, wenn ich bitten darf. So. Wo läufst du hin, Homie? Okay. Okay. Last one. Also Knight hat sich stark gebessert, muss man sagen, seit seinem Release. Er ist ein viel, viel besserer Killer geworden einerseits und ein erträglicherer auch einfach. Oh, ich dachte, oh mein Gott, ich war so sicher gerade, dass sie auf zum anderen Vault gegangen ist. Und bist du gerade, hä? Bist du gerade in mich reingebalanced landingt? Ja, okay, den Move habe ich auch noch nicht gesehen. Aber, ja, hat bestimmt Sinn gemacht, I guess. Also, nee, gar nicht, wirklich gar nicht. Fast zu wenig Sinn wie die Addons hier. Also ich will die Addons jetzt echt nicht zu hart fronten, aber ich finde die halt echt nicht so gut. Warte mal. Da will wieder jemand ein bisschen stressen, oder was? Okay. Ja, Bruder, was machst du denn jetzt, ne? Warte mal, was? Warte mal, was? Bitte? Ja, dann deal du halt mit meinem Trailer erstmal ein bisschen, ne? So. Ich hab da nicht allzu viel Stress gerade. So, okay. Aber vor allem nicht, wenn du hier hinläufst, hä? Genau dann, wenn er ausgelaufen wäre, wastet er die Pallet und läuft in mich rein. Das ist so stupid, Junge. Ja, Junge, es bringt halt nichts, weil er wird halt weggelaufen sein. Die Zeit genutzt hat, ja. Das ist halt, weshalb das keine Value bringen wird, diese Zellern. Das ist halt, warum das keine Value bringen wird. Aber es ist okay.
So, wieder wen weggeschickt hier vom Loop. Okay. Und weiter geht's. Wohin? Ich hoffe, du weißt, wie das laufen wird, Mann Boy. Ja, anscheinend weißt du's, weil du gehst in den Comp-Corner. Oh. Wow, smart, Mann Boy, smart. Was? Wir sind schon auf 2 Trends? Hab ich gar nicht mitbekommen. Wann ist der zweite gepoppt? What the fuck? Aber der eine ist auf jeden Fall fett regressed oder ist da auch gepoppt? Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht. Wir werden auf jeden Fall Castro, glaube ich, raustallen müssen. Und das Boon hier entfernen müssen. Ich kicke einfach ganz normal. Dann halten wir uns hier bestenfalls hier so einen Free-Chant, auch wenn das jetzt nicht so der krasseste Free-Chant meines Lebens ist, aber es ist besser als gar nichts, schätze ich mal. Okay. Es ist fein, es ist fein, es ist fein. Vor allem, weil da noch niemand dran war. Wir campen das jetzt ein bisschen raus. Boah, also die Chants sind ja wirklich geflogen einfach. Die sind geflogen. Wow, er hat einen Skillcheck gefällt. Ja, das muss ich so hart ausnutzen. Das muss ich so hart ausnutzen, Junge. Wenn ich das nicht ausnutzen würde, das wäre so wasted. Okay. Oh, du bist hier noch? Okay. Smart. Aber nicht smart genug. Der patrouilliert hier den Generator hier durch noch. Ich kann hier ein bisschen folgen. Bis zu dem Channel will ich hier nachgehen. Dann vielleicht nicht mehr. Obwohl, warte, wir könnten den als Free Channel noch einschließen vielleicht. Ja. Oh mein Gott, der opfert sein Leben dafür, oder was? So. Ein bisschen stupid, wenn du mich fragst, aber okay. Du denkst auch, du kannst den finishen, oder was? Oh! Exposed Value! What the fuck? So random. Das kam gerade so random. Ich habe nicht mal mitgezählt. Ich habe nicht mal mitgezählt. What the fuck? What the fuck? Ist Feng da nee oder so? Nee. Okay, solange du nicht im Funny Yellow die Perk hast, alles gut. Und wir haben so einen guten Spot gerade. Wir sind... Boah. Wir sind von so einem schlechten Spot in so einen richtig, richtig guten Spot reingewechselt. Oh, was? Okay. Läuft weg. Weil das noch für einen Trade gehen können, aber... Läuft nicht sonderlich, ne? Okay. Juckt mich gar nicht, das zu kicken gerade. Bloodlust wieder am Start. Ich schätze mal, sie wird so in die Richtung hier gehen. Na, gefällt. Ist gut vorbeigelaufen. Ist gut vorbeigelaufen. Aber ihre Mates gönnen ihr die Hatch nicht, also... Nichts, was mich sonderlich juckt, glaube ich. Warte mal. Okay. Einfach locker gegangen. Was? Hast du Head-On oder was war der Move jetzt? Das interessiert mich. Das will ich sehen. What the fuck? Aber ja, wie erwartet. Es sind sehr situationsabhängige Add-Ons. Also beim einen musst du erstmal ja, zum Exit-Gate einen Guard schicken können. Gut, was sie halt dann auch schon gecheckt haben, dass du das Addon hast, wenn du einmal ein Window blockt hast. Gut, das geblockierte Window bringt dir halt nicht viel, weil sie werden den Loop verlassen wegen deinem Gas. Gut, der Exposed ist einer der schlechtesten Exposed-Effekte, den Eerie hat. Ich bin kein Fan, aber hattest du jetzt Addon oder... Nee. Nee, sie ist einfach reingeslowwaltet. Sie ist einfach so reingeslowwaltet und Chill hat eine komische Kombi gehabt. Und wir hatten Map-Offering, stimmt. Habe ich ganz vergessen, aber egal, ja. Hä? Geile Runde. Add-ons sind trotzdem scheiße und bis zum nächsten Mal, Leute.